Hallo und schönen guten Abend und willkommen zu diesem etwas spontanen Video, denn ich wollte einfach mal ein paar Gedanken, die ich in letzter Zeit über Diablo 4 habe, so mit euch teilen und euch auch sagen, was ich jetzt so die letzten Tage momentan seit Ende vom PTR und bis Vessel of Hatred Start so momentan mache. Denn man sieht es vielleicht schon hier neben und alle Leute, die auch in den letzten Tagen im Stream dabei waren, ich spiele momentan Hardcore und ich habe da dann wieder neuen Spaß an Diablo 4 gefunden. Und zwar wegen einer etwas langsameren Progression. Ich spiele aber nicht nur normal Hardcore, sondern ich spiele Hardcore Solo Selfbound, also ohne andere Leute in der Gruppe, keine Gruppen-Boss-Rotations und auch ohne Trading natürlich. Und dadurch wird Diablo 4 schon ein etwas anderes Spiel und auch ein deutlich härterer Grind. Beispielsweise, ich kann euch mal meinen Charakter zeigen. Ich habe jetzt insgesamt 39 Stunden gespielt, was schon relativ lange Spielzeit ist auf jeden Fall. Und ich habe meine zwei Mythics, die ich brauchte, aber auch weil ich Glück hatte und gestern Abend in einer Boss-Rotation, also ich habe jeden Boss im Spiel einmal gemacht, jeden 200er-Boss, habe ich meinen Starless Skyring bekommen. Und davor war ich auch sehr, sehr, sehr lucky, was Mythic-Drops anging. Also innerhalb der ersten, keine Ahnung, 10, 200er-Bosse habe ich drei Mythics oder so bekommen. Meine Droprate hier in Hardcore ist gut über das Zehnfache höher, wie die, die ich in Softcore habe. Also extrem, extrem viel lucky. Habe meine Harlequins-Krone gecraftet und dann auch gestern meinen Ring of Starless Skies gedroppt. Aber man sieht schon, ich habe nicht mal alle Items auf 12 geupgradet, wie zum Beispiel meine Handschuhe nicht, meine Brust nicht und auch meinen Ring nicht. Und man sieht auch, ich glaube, bis auf meine Hose hat kein einziges Item einen Greater Affix. Die Hose hat nur Greater Affix Leben und das war's. Oh ja, meine Schuhe haben auch Greater Affix Leben, okay. Zwei Items mit Greater Affix. Und ansonsten auch hier einen schlecht gerollten Staff of Endless Rage. Natürlich keine Greater auf den Sachen drauf. Ich habe nur einen 16% Tal'Dashar-Ring, obwohl ich schon mehrere Male Warschein gemacht habe. Und ist auch an sich nicht so das beste Gear. Und auch an Neath-Iron rankommen oder an gewisse Materialien rankommen, ist hier im Hardcore ein bisschen schwieriger. Und ich hatte auch unterschätzt, wie eigentlich aktuell so der Balance-Stand in Diablo 4 ist. Allein so Dinge wie Scattered Prisms. Das ist normalerweise das Sockelmaterial. Das sind, ich schau mal hier, 56 habe ich jetzt von den Scattered Prisms. Wenn man nicht die Infernal Horde macht, dann sind Scattered Prisms wieder relativ selten. Ich habe mich relativ lange von der Infernal Horde gedrückt, nämlich hier im Hardcore. Und nur aus den Horde-Kisten kommen die en masse raus sozusagen. Überall anders im Game, wenn du langsam progressierst, wenn du nur Nightmare Dungeons machst, um deine Glyphen zu leveln, Pit machst und so weiter, bekommst du davon relativ wenig. Und hast sogar am Anfang einen relativ guten Mangel auf jeden Fall, dass es sich mehr wie was Besonderes anfühlt, wenn man schneller mal ein paar Upgrades hintereinander findet, dass man einen Mangel an Scattered Prisms hat und damit ein bisschen sorgfältiger umgehen muss. Also da ist auch nur die Horde etwas over the top. Genau wie Sachen halt wie Edelsteine. Wir bekommen ja ab nächster Season nochmal höhere Edelsteinstufen. Ich glaube, die kosten dann um die 100.000 von jedem für einen von diesen höchsten Edelsteinen. Überall anders da, außer in der Horde, hast du auch extrem Mangel, jetzt überhaupt dir die Royal Edelsteine zu craften. Also das dauert ein bisschen. Ja, nicht ein Mangel. Man grindet einfach ein bisschen darauf hin. Und das ist eigentlich ganz cool. Ich habe mich einfach aus Sicherheitsgründen in Hardcore so ein bisschen vor der Horde gedrückt. Generell bin ein bisschen langsam am Progressieren gewesen. Ein bisschen später auch die einzelnen World Tiers freischalten, World Tier 3 und 4, weil ich ein bisschen Angst vom Capstone Dungeon hatte. Ich habe noch nicht so viel Hardcore gespielt in Diablo 4, nur einmal für Erfolge. Ja, und habe mich da so langsam durchprogressiert. Und das hat echt viel Spaß gemacht. Vor allem der Solo-Self-Found und auch Nicht-Gruppen-Part. Da merkt man mal wirklich, wie selten eigentlich einzelne Boss-Materialien sind. Wenn man sich nicht ertradet. Ja, so ein paar Sachen wie Stahlern, das kommt man relativ schnell rein. Das bedeutet auch 200er Grigories kann man relativ gut machen, wenn man einfach ein bisschen Heldheit farmt. Aber alle anderen Materialien wie Warshan-Runs oder so, dass ich mal einen Tarsha-Ring bekomme mit über 16%, ist schon doch relativ selten, wenn man alleine dafür hinfarmt. Und so denke ich mir, einen Solo-Self-Hunt-Modus in Diablo 4 wäre schon echt sehr geil. Ja, mir macht das halt aufs Neue extrem viel Spaß wieder. In der Horde gibt es ja diesen großen Sprung von Horde 6 auf Horde 7. Ab Horde 7 bekommst du erst Neath Iron. Horde 7 habe ich mich noch nicht reingetraut, weil ich noch nicht hundertprozentig permanente Uptime von Ice Armor habe. Und das ein extrem wichtiger Toughness-Part ist für Sorg. Wenn mal eine Sekunde Ice Armor aus ist, kannst du in der Sekunde instant tot sein, auf jeden Fall, weil direkt Damage Reduction und auch extrem viel Barriere fehlt. Deswegen versuche ich momentan auch mit Pit Runs halt meine Sachen halbwegs auf 12 zu masterworken. Und das dauert auch natürlich ein bisschen. Alle, die Season 4 gespielt haben, wissen, dass man schon, wenn man Pit-Speeds macht, auch ein bisschen speeden muss, dass man erstmal alles auf 12 hat. Und dann später auch versuchen, einzelne Sachen richtig zu critten. Also hier einen Double-Crit-CDR auf die Harle zu haben oder einen Double-Crit-Attack-Speed auf den Star des Skies zu haben, kann schon ein bisschen dauern und ist dann auch ein bisschen härterer Grind. Die Horde hat in Season 5 echt sehr viel erleichtert, was Materialien-Gain anging, Edelsteine-Gain und auch sowas wie Scattered Prisms zum Beispiel.
Deswegen hoffe ich auf jeden Fall, dass für Season 6 dann die Horde ein bisschen nach unten angepasst wird. Und vor allem halt dieses etwas langsamere, vorsichtigere Vorgehen, weil man Angst hat zu sterben im Hardcore, hat auch so ein bisschen einen Reiz. Und das lässt mich überlegen, ob vielleicht ein bisschen härteres Punishment in Diablo 4 für Tode gar nicht mal so schlecht wäre. Wenn man beispielsweise bei Bossen. Bei der Bossleiter habe ich mich erstmal sehr zaghaft natürlich an die normalen Bosse, konnte man sich gut antrauen. Normaler Grigory, normaler Varshan und sowas und normales Beast in Ice, die können nichts, aber die 200er sind dann schon ein ganz großer Sprung. Du musst sie schnell genug töten oder musst gut genug ausweichen, dass du nicht viele von diesen Stacks sammelst, weil du sonst schnell mal One-Shot bist. Vor allem als Sorg, die nicht mal permanent Eisarmor aufrecht halten kann. Da muss man da definitiv aufpassen. Und ich glaube, es wäre eigentlich ganz gut, wenn D4 ein bisschen mehr ein Punishment hätte dafür, wenn man bei Endgame-Bossen sterben würde. Stell dir vor, bei Endgame-Bossen, bei den 200er-Bossen oder jetzt später ab nächster Season sozusagen generell bei Boss-Runs, würde man failen, wenn man einmal stirbt. Oder man hatte vielleicht maximal auf den loweren Torment-Stufen, die nicht T4 sind, vielleicht einen Tod übrig sozusagen, dass man einmal sterben darf und dann beim nächsten Mal sind die Boss-Mats weg. Ich würde echt für Fehler eigentlich relativ hart bestrafen, denn es ist auch mal schön bei Bossfight sich relevant Gedanken zu machen, dass man den Bossfight wirklich schafft und auch mal wieder auszuweichen und so. Im Pit ist das Ganze ein bisschen nervig über 10 Minuten hinweg, aber die Endgame-Bosse und der Bossladder mit ihren 3 bis 4 Minuten Fight sind da eigentlich ganz gut für gemacht. Die haben ganz coole Patterns, haben nice Angriffe und man muss auch ausweichen, damit man nicht die Stacks sammelt, um noch mehr Schaden zu kassieren. Also da mal relevante Bossfights haben im Endgame in Diablo 4 wäre schon eigentlich ganz nice. Und vor allem, dass eher so der Ressourcenmangel von verschiedenen Bossmaterialien, dass Bosse mal mehr was Besonderes sind, als dass man die Stunden über Stunden über Stunden über Stunden durchballert, wegen halt Trading oder wegen Boss Rotas, weil man alle seine Materialien sozusagen mal 4 gerechnet bekommt, macht das Ganze auch so ein bisschen langwieriger und nerviger, muss ich sagen. Natürlich kann jetzt freiwillig sagen, ich mache einfach keine Boss Rotas mehr, spiel für mich solo Selfhound, aber wir wissen alle, dass Diablo Games sind so ein bisschen Progression-like Games. Man will nicht so sehr hinterherhängen, auf jeden Fall, weil man will ungefähr auf demselben Stand wie die meisten Leute auch grinden. Vor allem, wenn man so ein bisschen einen Competitive-Gedanken hätte, wenn es jetzt Pit-Leaderboards oder so geben würde. Und dann wäre es vielleicht auch ganz gut, wenn selbst in der Gruppe Blizzard ein bisschen was umändern würde, dass jeder Materialien zahlt, jeder die gleichen Materialien zahlt, Boss-Materialien nicht handelbar sind. Ich persönlich wäre eh für einen No-Trade-Spielmodus. Blizzard will ja unbedingt kein Solo-Selfhound in Diablo-Game reinbringen, aber einen No-Trade-Modus wäre eigentlich ganz geil, um so ein bisschen dieses Pay-to-Win-Gold-Erkauf im Internet, Boss-Materialien-Trading. Trading ist generell sehr, sehr, sehr starkes Mittel in Diablo 4, um das ein bisschen gegen zu pushen. Einfach optional halt bei der Charaktererstellung ein Haken für No-Trade. Im Endeffekt spielt es sich dann wie Diablo 3. Du kannst trotzdem in der Gruppe spielen, natürlich mit deinen Freunden gemeinsam, aber kannst einfach nicht mehr handeln miteinander. Und dann Boss-Runs quasi ein bisschen ummodellieren, dass jeder die gleichen Materialien zahlt. Zum Beispiel für einmal Warschan öffnen, tut jeder 5 Herzen reinschmeißen. Oder du gibst dem Ganzen einen kleinen Push in der Gruppe und sagst sozusagen, pro Gruppenmitglied musst du, keine Ahnung, ein Herz weniger zahlen oder so. Das muss ich nicht 1 zu 1 aufteilen, bei 4 Leuten und 4 Herzen zahlt jeder ein Herz. Sondern es kann auch sein, einfach, dass jeder dann 3 Herzen zahlt sozusagen bei 4 Leuten einfach. Dass du einen kleinen Push gibst, Leute zu animierst, ein bisschen in der Gruppe zu spielen. Kleines bisschen Effektivitätsbonus gibt es da. Oder alle zahlen die gleichen Materialien und dafür machst du das System, dass Bosse wirklich schwer sind und wenn du stirbst, failst du halt einen Boss. Sodass man ein bisschen mehr ermutigt ist, vielleicht in der Gruppe zu spielen, weil man da natürlich niedrigeres Potenzial hat, dass man mal durch einen Tod instant failt und die Bossmats sind weg. Weil es braucht nur irgendjemand überleben, man kann sich gegenseitig wiederbeleben. Wunderbar. Ich glaube, so ein System wäre deutlich besser. Weil ich muss sagen, mit dieser etwas langsameren Progression, weniger Boss-Runs, mehr mal was Besonderes, mich mal darüber freuen, wenn ich mal einen Varshan-Run machen kann, einen 200er quasi und dann mal ein paar Tarascha-Ringe bekomme, in der Hoffnung, dass ein 20er rauskommt. Also ein bisschen mehr dieser Grind auf Items hin, dass sie ein bisschen was Besonderes sind, ist schon cool. Finde ich sehr angenehm. Das sind einfach mal so Gedanken, die ich teilen wollte. Ja, also dafür muss man theoretisch nicht Hardcore spielen, dafür wäre ein bisschen anderer Spielmodus schon ganz geil. Man kann sich das alles immer so selber auch simulieren, natürlich, wenn man sagt, ich spiele Solo-Selfhound. Ich spiele nur alleine. Ich spiele das Ganze dann vielleicht noch im Hardcore, damit auch ein Tod halt relevant ist. Ja, aber ein richtiger Spielmodus, wo man auch competitive gegeneinander grinden kann, vielleicht in einem Pit-Leaderboard dann unter diesen Bedingungen, fände ich ganz geil auf jeden Fall. So hat mir auf jeden Fall Diablo 4 wieder deutlich viel Spaß gemacht. Ich hatte eigentlich nach dem PTR keinen Bock mehr, weil man sieht immer so die neuere Version von Diablo 4. Und dann, ich habe hunderte Boss-Materialien quasi in der Tour jetzt in Softcore. Und ich muss sagen, ich habe gar keinen Bock, da mir eine Gruppe zu suchen, die alle durchzuballern. Am liebsten würde ich die eigentlich gerne alle solo durchballern. Werde ich vielleicht auch noch machen einfach.
Weil es mir aber zu nervig ist, teilweise eine Gruppe zu suchen. Manche Inhalte ist auch mal schön, wenn man im Discord mit Kollegen ist oder sowas gemeinsam machen, aber sich irgendwelche random Leute suchen, nur damit man mehr aus seinen Bossmaterialien rausholt, finde ich teilweise echt nervig, muss ich sagen. Gut, das wollte ich so ein bisschen teilen. Mein großes Ziel in Hardcore ist es auf jeden Fall noch Hardcore Lilith legen. Ich denke, von meiner Power her, vom Schaden kriege ich die relativ leicht hin, aber da ist noch viel Lauf, Movement üben auf jeden Fall. Das werde ich in Softcore üben, die ein paar Mal probieren, um die dann vielleicht in Hardcore hinzubekommen, ohne zu sterben. Ist so mein letztes großes Goal, kriege ich auf jeden Fall noch einen Spark von. Vielleicht werde ich noch einen Tyrael's Might hier erfahren. Vielleicht noch ein bisschen Pit-Push machen in Hardcore, um zu sehen, wie hoch komme ich, bis ich dann im Hardcore nicht sterbe. Ich habe jetzt bis 101er Pit halt zum Speeden mich hochgefarmt, aber weiter auch noch nicht. Ja, und der Punkt, es gibt noch einen zweiten Punkt, auf den ich kommen wollte, außer diese etwas langsamere Progression, die mir persönlich sehr viel Spaß macht. Generell, nächste Season wird das ein bisschen langsamer vorangehen. Jeder, der den Testserver, den PTR gespielt hat, hat gesehen wirklich, die einzelnen Tormentstufen freischalten, das 1 bis 60 ist langsamere Progression. Ancestral Items droppen deutlich seltener. Es ist alles ein bisschen schwieriger getrimmt, würde ich sagen. Ja, man hat ein bisschen längeren Level-Grind, auf jeden Fall mit dem neuen Paragon-Grind. Es geht ein bisschen mehr in diese Richtung auf jeden Fall. Das finde ich sehr gut, wenn Blizzard so ein bisschen die Schiene einschlägt. Mit einem Endgame kann man schon noch easy dann natürlich durchspeeden, wenn man mal alles zusammen hat. Aber um dahin zu kommen, zieht es sich ein kleines bisschen mehr. Okay. Was ich noch sagen wollte, was mich ein bisschen momentan an Diablo 4 stört, ist einfach so ein kleiner Random-Talk, ist das ständige Umbauen. Ich persönlich wünsche mir mal ein bisschen Konstanz in Diablo und aktuell haben wir mal ein kleines bisschen was Konstantes. Von Season 4 zu Season 5 hat sich Diablo 4 jetzt nicht so sehr geändert. Es wurden nur noch mal die ganzen Uniques überarbeitet. Aber der Umschwung von Season 3 auf Season 4 und jetzt wieder Season 5 auf Season 6 sind momentan sehr viele Umbauten und ich persönlich wünsche mir endlich mal ein konstantes Diablo 4 Endgame mit einem konstanten Level-System sozusagen. Das neue Paragon, vielleicht mit 5 oder 6 gehackten Paragon-Boards, bleibt hoffentlich dann so. Die Itemization wird nicht noch 100 Mal umgekrempelt mit anderen Item-Power. In Non-Season kann ich wieder alles wegschmeißen. Auch wenn ich kein Non-Season spiele, also Eternal. Alle Leute, die Eternal spielen, ist wahrscheinlich scheiße. Die können alles mal wegschmeißen. Ich persönlich teste gerne halt Builds aus in Eternal. So für YouTube-Content einfach. Wenn ich mal ein Build mir nicht komplett in der Season neu zusammenbauen will, teste ich den kurz in der Non-Season, wenn was mit dem Patch dann nochmal geändert wurde. Um zu sehen, wie könnte der performen, will ich den dann in der Season bauen. So als einfach Testlager quasi, habe ich da gerne meine Non-Season rumliegen. Das ist auch sehr schade, mal alles wegschmeißen zu müssen. Und generell diese gesamte Umstellung mit, wie schnell schaffe ich welchen Content, das Ganze einschätzen können, was für Gear brauche ich, um welchen Boss wie legen zu können, das fehlt mir ein bisschen in D4. Diese Vertrautheit, so ein bisschen das Game kennenzulernen und zu üben. Denn das ist ein wichtiger Prozess von einem Seasonal Gameplay in einem Diablo-Game, finde ich. War ein großer Punkt ganz am Anfang Diablo 4. Viele Leute haben das Seasonal-System hinter einem Diablo-Game nicht kapiert, sozusagen. Haben ihren ersten Charakter nach 100 Stunden auf Max gelevelt, hatten alles Gear, haben Lilith besiegt und so weiter. Haben sich dann gefragt, warum sollte man jetzt von vorne anfangen? Dann dauert es ja nochmal 100 Stunden und nochmal und nochmal. Und nein, ist ja nicht so. In einem Diablo-Game lernt man ja dazu. Man lernt ja Taktiken, man lernt seinen Charakter, man lernt die einzelnen Builds kennen, man lernt, wo farme ich was am effizientesten. Von Season zu Season zu Season, auch ohne dass sich der Content im Game irgendwie ändern würde, würde es schneller und schneller und schneller und schneller gehen durch die eigene Spielerfahrung. Diablo 4 hat dich aber da momentan ein bisschen daran gehindert, sehr viel Spielerfahrung zu sammeln, dadurch, dass es sich selber immer umgekrempelt hat. Dann hatten wir keinen richtigen Season-Start jetzt die letzten Seasons. Allein in der aktuellen Season, wir hatten von Anfang an alle Temper-Materialien zur Verfügung. Bedeutet, du kannst von Anfang an hunderte Prozent Schaden auf dein Gear draufhauen. Ein sehr unrealistischer Start. Du musst den Pit gar nicht hochspielen. Du kannst von Anfang an bei Pit 101 einsteigen, anstatt dich Step by Step langsam halt hochzuspielen und heranzutasten, sondern kannst direkt irgendwo reinstochern. Dann gab es irgendwelche Bugs, mit denen irgendwelche Rogues halt innerhalb von Sekunden auch da zig Level gejumpt sind. Und das Ganze stört ein bisschen, dass man mal da so einen gescheiten, konstanten Flow langsam in Diablo 4 aufbaut, sich ein bisschen an das Spiel gewöhnt. Das fehlt mir persönlich. Also ich liebe das. Ich habe jahrelang Diablo 3 oder auch Diablo 2 gespielt, die halt wirklich für Seasons quasi auf dem gleichen Stand waren und man selber improved sich immer mehr. Man sucht sich vielleicht ein paar mehr Taktiken oder sowas, überlebt sich, wie kann ich das schneller machen, kann mal im Live-Server quasi einen Level-Test machen für die nächste Season unter halbwegs realistischen Bedingungen. Ja, das fehlt mir einfach, dass man sich da selber improven kann. Ich fühle mich selber halt wie ein Anfänger eigentlich fast jede Season, auch wenn ich den PTR spiele, auch wenn ich da ein bisschen übe. Man fühlt sich immer wieder so auf Null gesetzt und dieses Progressionsgefühl, einfach, dass ich selber dazulerne von Season zu Season, fehlt mir ein bisschen. Wenn
Man merkt ja schon, ich spiele in Diablo 4 nur eine Klasse. Ich spiele immer schon nur Sorg, weil ich es liebe, mich wohlzufühlen in einer Klasse mit den einzelnen Builds, mit den Items, dass ich weiß, wie, was ich machen muss sozusagen. Ich mag dieses Anfängergefühl nicht mit, ich bin auf Null gesetzt, ich muss mir alles erlernen. Ich mag es, Wissen aufzubauen und das Wissen dann quasi auch zu nutzen oder auch weiterzugeben. Und ich hoffe, dass wir da in Diablo 4 endlich mal Schluss haben. Auch, wie gesagt, ein Grund, warum ich jetzt gerade Hardcore spiele, weil auf dem aktuellen Stand jetzt in der aktuellen Season 5 und Season 4, die noch halbwegs ähnlich zueinander waren, fühle ich mich aktuell eigentlich ganz wohl. Deswegen habe ich jetzt mal Hardcore gespielt und habe mich jetzt mal so an Hardcore rangetastet. Unter neuen Bedingungen, wenn jetzt die nächste Season starten würde, würde ich niemals mir denken, ich starte jetzt mit Hardcore, weil ich habe keine Ahnung, ich kann schlecht einschätzen, wie hart ist jetzt Torment 1, Torment 2, Torment 3, Torment 4. Wie viel Schaden macht welcher Boss, welches Gear brauche ich da ungefähr? Würde ich mich niemals rantrauen, weil ich mir erst dieses Wissen aufbauen will, bevor ich sowas wie Hardcore spiele. Und genauso geht es mir auch mit anderen Klassen. Ich hätte in Diablo 4 schon längst angefangen, mal andere Klassen zu spielen, die nicht Zorg sind, wenn Diablo 4 mal ein bisschen konstanter dasselbe Game geblieben wäre. In Diablo 3 hat es ca. 28 Seasons gedauert, bevor ich mich an die anderen Klassen rangewagt habe. Bis dahin nur Hexendoktor, Hexendoktor, Hexendoktor und habe mir halt alle neuen Season-Themen und Patches angesehen, alle neuen Hexendoktor-Builds. Weil ich mich erstmal ein bisschen wohl im Game fühlen will. Und dann, wenn ich quasi auf meinem Hexendoktor nichts mehr zu tun habe, da alles so durchgemanagt habe, mein 150er gelegt habe, dann habe ich mir auch gerne mal andere Klassen angeschaut. Letzte Season mal einen Demon Hunter, mal einen Barb gespielt, mal einen Frenzy Barb und sowas. In Season 28 mit jeder Klasse mal einen 150er gelegt und so. Das finde ich eigentlich auch ganz cool, wenn ein Game ein bisschen konstanter ist und man sich in dem auskennt, sich dann alle Ecken und Facetten von dem Game anschauen. Sind einfach so ein paar Worte, die ich nochmal loswerden wollte, jetzt bevor es halt losgeht dann mit Vessel of Hatred und so. Ich hoffe, langsam hat Diablo 4 seine Findungsphase hinter sich und bleibt langsam mal ein bisschen konstant das Game. Heißt nicht, dass ich nicht coole Season-Themen und so haben will, dass das Endgame-Content, aber so ein bisschen der Season-Start und die groben Rahmenbedingungen im Diablo-Game sollten jetzt langsam mal gefestigt werden. Ich werde die nächsten Tage noch ein bisschen weiter Spaß in Hardcore haben, werde noch ein bisschen was vorbereiten jetzt hier für Vessel of Hatred und für Season 6. Ich freue mich hoffentlich auf demnächst einen Campfire-Talk, wo wir dann finale Patch-Notes bekommen. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns im Stream oder im nächsten Video. Bis dann. Ciao.